Was geht ab, Jule? Seid ihr gut drauf oder was? Okay. Machen wir erstmal Mikrofon ein kleines Stück lauter. Mikrofon ein kleines bisschen lauter. Machen wir erstmal einen kleinen Stimmungscheck, okay? Ich sage Bum Bum und dann macht ihr alle EO. Ihr müsst alle mitmachen. Ich sage Bum Bum und dann macht ihr alle EO. Ich sage Bum Bum und dann macht ihr alle EO. Ich sage Chicken Wings und dann macht ihr Bum Bum. Okay, sehr schön. Okay, liebe, dann wollen wir mal ein bisschen Party machen beim ersten Beat, okay? Alle mitklatschen, okay? Weil du einfach Klasse hast. Okay, hey, oh, hey. Und wisst ihr, was sie jetzt gesagt hat? Du verpiss dich. Ich sagte, oh, Baby, warte, ich habe extra einen Liebessong für dich geschrieben, okay? Als allererstes die Bass, dann die Snare, meine E-Gitarre und jetzt die Stimme. Okay, Baby, dieses Lied ist nur für dich. Okay,
okay. Und wisst ihr, was sie jetzt gesagt hat? Das kann doch jeder. Ich sag so, okay, weißt du was, hier ist meine Nummer, wenn du willst, ruf mich an, wenn nicht, dann nicht. Auf einmal, wir sind zu Hause, mein Handy klingelt. Ich so, hallo? Ja, hi, hier ist Jacqueline, die vom Auto von ihm. Oh, Jacqueline ruft an, oh, okay, alles klar. Jacqueline, was kann ich denn für dich tun? Willst du heute Abend zu mir kommen? Jacqueline, warte mal ganz kurz. Stopp. Ey, ganz ehrlich, Jacqueline hat mir doch vorhin einen Korb gegeben, oder? Ich meine, wenn ein Mädchen oder ein Junge einen Korb gibt, hat das dann verdient, dass man sich nochmal mit den trifft oder so? Nein, oder? Ich sag dir, ey, weißt du was? Sorry, Jacqueline, du hast deine Chance gehabt und so, geht nicht. Auf einmal sagt sie das jetzt zu mir. Ja, aber ich hab was Sturm von der Bude und ich habe meine Unterwäsche. Und ich sag so, weißt du was, Jacqueline? Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, ist mir egal, egal, sie hat sturmfreie Bude, ist mir egal, sie hat neue Unterwäsche, ist mir egal, sie sieht gut aus, ist mir egal, Poppen garantiert, ist mir egal. Okay, alles klar, so was auch, Lübeck. Ich wollte mal eine ganz wichtige Frage an euch. Seid ihr die coolste Stadt in ganz Deutschland? Ja, das kann ja jeder sagen. Wollt ihr auch ganz Deutschland auf Facebook beweisen, dass ihr die coolste Stadt in ganz Deutschland seid? Pass auf, wir machen in jeder Stadt immer einen Lautstärketest. Und wisst ihr, wer gerade auf Platz 1 ist? Kiel ist auf Platz 1. Seid ihr cooler als Kiel? Okay, pass auf. Wir machen jetzt ein Beat zusammen, okay? Ich mach die Melodie vor, ihr macht die Melodie nach und wir machen den gleich zusammen in einem Facebook-Video, okay? Die Melodie geht so, ist ganz einfach. Jetzt hier. Das war nicht schlecht, Leute, pass auf, die Kiel, die waren gut, aber ich weiß, ihr könnt die heute definitiv schlagen, okay? Das heißt, wenn gleich die Kamera läuft, okay, dann muss das hier so abgehen, dass einfach jeder in Kiel denkt, oh mein Gott, ich muss sofort nach Lübeck ziehen, okay? Alles klar? Leute, was geht ab, Lübeck, seid ihr am Start, oder? Yes, I'm so geeky.
passieren. Okay, Leute, ich muss sagen, sorry, Kiel, aber ich würde sagen, Lübeck ist neu. Okay, definitiv. Aber zum Abschluss, ich habe noch eine Sache auf dem Herzen. So. Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Vielleicht habt ihr das Problem auch, ihr seid mit eurer Freundin oder so und ihr hört nicht richtig zu und sofort kommt auf der Spur. Ja, wir Jungs, ihr könnt nicht zwei Sachen auf einmal machen. Also Multitasking ist nicht eure Stärke. Ich werde jetzt zum Abschluss beweisen, dass Männer sogar fünf Sachen auf einmal machen können. Okay, Jungs? Pass auf. Das heißt, wenn das nächste Mal irgendwie jemand bei euch mit einem Argument kommt, ihr seid nicht multitaskingfähig, weil ihr Männer seid, dann könnt ihr sagen, doch, Alberto hat immer eins in Kiel gezeigt, dass Männer sogar fünf Sachen auf einmal machen können, okay? Ist auch jetzt... Pass auf, ich schicke bei jedem Geräusch einen Finger hoch und wenn ich bei fünf bin, müssen alle Männer ganz laut schreien. Kriegen wir das hin, Jungs? Ja, die dürfen mich vielleicht nicht hängen lassen, das ist ja echt ein Einstieg. Okay, dann wollen wir mal, ja? Das Video werde ich jetzt gleich auf Facebook auf jeden Fall hochladen. Ihr habt auf jeden Fall... Ernsthaft. Wirklich, ich auch wenn ich auch meinen Hut aufhabe, aber ich ziehe meinen Hut für euch. Ihr wisst wirklich, wie ihr Party macht, definitiv. So, Digga, wo machen wir jetzt Fotos? Wenn wir jetzt Bock haben, wir können nach vorne Fotos machen. Ich würde sagen, DJ, wir brauchen ein bisschen Musik, okay? Also, ich habe ja viel Zeit gemacht für Fotos. Die machen wir nach vorne, okay? Bis gleich, Leute. Tonight.